Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Und wenn ihr euch erinnert, waren wir in der letzten Folge, haben wir den unbekannten Ritter getroffen, der uns leider entwischt ist, weil ich absolut nicht reiten konnte und irgendwie gegen die Büsche gelaufen bin. Aber ich bin jetzt zurück nach Sasau, weil da können wir ihn auflauern und habe mir einfach ein Bett gemietet und mal geschlafen. Also ihr braucht nicht den ganzen Weg mit mir zusammen mitkommen, das ist doch auch schon mal was. Sondern wir sind direkt hier in dieser Schenke, wo der Ritter kommen soll. So, jetzt gehen wir mal runter. Warten wir mal, ob der auch hier auftaucht. Nur was zu futtern. Habe ich noch was zu essen? Mal gucken. Dörrfleisch, getrocknete Pilze, Hammelfleisch. Das können wir wegschmeißen. Ist, glaube ich, nicht mehr so gesund. Jo. So, die Räucherwurst können wir essen. Lecker, lecker Räucherwurst. Die essen wir jetzt. So, jetzt sind wir auch richtig voll gefressen wie ein Schwein. Genau. Okay, auflauern, ja. Jetzt setzen wir uns einfach hier hin und warten, bis da jemand kommt. Hier ist es schon. Ich weiß noch nicht, was wir das machen können. Wir wissen ja auch nicht, wann er kommt. Hallo, Herr Wirt. Gott sei mit dir. Auch mit dir? Nee. Alles Gute. Okay, mein Ritter sagt nicht, da ist doch ein unheimlich der Ritter. Habe ich ihn gerade nicht gesehen oder sitzt er jetzt da? Saß er die ganze Zeit schon da? Komm, setz uns mal hier hin. Und dann reden wir mit ihm. Ulrich heißt er, okay. Grüß dich, Gefährte. Freut mich, dich wiederzusehen, Herr. Ebenfalls. Zweifelsohne hast du viele Fragen. Allerdings. Natürlich. Lass uns reden. Aber nicht hier. Die Wände haben Ohren. Treffen wir uns nach Sonnenuntergang beim Weiher. Ich warte bei der großen Weide. Okay, das machen wir. Ich muss jetzt nicht mit ihm jetzt hier reden. Abgemacht. Ich erwarte dich dort. Okay. Kann natürlich sein, dass es eine Falle ist. Wird es wahrscheinlich sein. Am Sasauer Weiher. Okay. Okay, solange wir das machen, dass wir eine Runde spielen hier. Habt ihr keine Lust? Nein. Schade. Gut, guck mal, wo ist denn der Weiher? Ah, da hinten, okay. Ich würde sagen. Ein Bier für mich. Ah, zum Sonnenuntergang dauert ja noch ein bisschen. Da können wir ihn auch einfach schon vorher treffen. Nach Sonnenuntergang, okay. Das ist natürlich blöd, jetzt hier so lange rumzuwehren. Aber wir gehen einfach mal dahin. Zumindest schon mal in die Richtung. Und dann. So, gucken wir mal, was weitergeht, ne? So, rauf hier. Ja, rauf da. Okay, es war nicht mein Pferd. Gut, dass ich es nicht geklaut habe. Wäre uns echt ärgerlich geworden. Habe ich gerade. Dumm. Habe ich schon gewundert, ob ich so lange drücken muss, um raufzusetzen. Okay. Ich bin gespannt, was der uns zu erzählen hat. Also, entweder ist das ein netter oder kein netter. Platz. Soll ich mich auf der anderen Seite, wenn die treffen? Natürlich auf der anderen Seite. Alles. Ja. Hier sieht es auch schön aus. Steigen wir mal ab. Dann stellen wir uns hier hin und warten. Gut, wir müssen uns mal eine kleine Wartezeit machen. Dann gucken wir, ob ich ausgerüstet bin hier. Jetzt sollten wir uns erstmal ausrüsten so ein bisschen.
Ja, das passt doch. So. Dann gucken wir mal. Nach Sonnenuntergang. Das wäre ja hier. Das ist vielleicht zu spät. Da so. Mein Gott. Das Spiel verlangt aber auch viel ab von uns, ne? Die Wartezeit, die so praktisch ist. Mal schauen. So. Ist noch nicht ganz nach Sonnenuntergang, aber wer weiß. Da ist er doch. Reden wir mal mit ihm. Also, hier bin ich. Was willst du mir sagen? Ich lockte dich hierher, da ich einen Aufruhr in der Schenke vermeiden wollte. Verzeih, aber allein zu kommen war ein Fehler. Dein letzter Fehler. Ach, warte mal. Warte. Du willst dein letztes Gebet sprechen. Also gut, aber mach es kurz. Bei den Köhlern hattest du Glück. Ich wüsste nur gern, was hier los ist. Ich wüsste nur gern den Grund für den Überfall. Haben dir deine Spießgesellen nicht gesagt, weshalb du mich verfolgen sollst? Spießgesellen? Was redest du da? Ich bin auf Herrn Ratzig Kobillas Geheiß hier. Ratzig Kobilla, was? Netter Versuch. Die meisten Leute erzählen herzzerreißende Geschichten über Weiber und Belger. Oder sie versuchen mich zu bestechen. Was ist da? Schon wieder bin ich. Ich bin schon wieder so in so einer. Hey, wo ist mein Schwert hin? Also irgendwas stimmt ja mit der Steuerung nicht mehr. Scheiße! Also irgendwas stimmt ja mit der Steuerung auf jeden Fall nicht. Komm raus da, du Wicht. Diese Steuerung, das irgendwas ist da. Irgendwas ist da gerade am Arm. Wie kann. Ist doch blöd, ich kann hier gar nichts mehr. Lass mich umbringen. Also irgendwas stimmt hier mit der Steuerung nicht. Ich bin ja so dicht dran und alles, also irgendwas stimmt doch nicht. Wir laden nochmal den Speicherstand. Dann muss ich das ganze Spiel nochmal neu starten, weil irgendwie ist das so ein bisschen merkwürdig. Soll ich meine Waffen ziehen? Mal kurz. Na gut, vielleicht geht es jetzt nach dem Laden besser. Weiß nicht, aber wenn sobald ich kämpfe, geht er in so einen komischen Nahkampfblick irgendwie, blickt kein Mensch durch.
Wir können auch mal das andere probieren. Wir können mal vor. Wer bist du? Weshalb hast du den Wagen überfallen? Zweifelsohne hast du viele Fragen. Allerdings. Lass uns reden, aber nicht hier. Die Wände haben Ohren. Treffen wir uns nach Sonnenuntergang beim Weiher. Nee, wir reden jetzt. Der großen Weide. Soll ich mal probieren? Nein. Sag mir jetzt, was du zu sagen hast. Bei allen Heiligen, du bist tapfer. Trotzdem, wenn du reden willst, komm nach Sonnenuntergang zum Weiher. Hm. Na gut. Dann abonnieren wir es noch offen. Kurz was essen. Dann geht's weiter. Okay, wir wissen, dass er kämpfen will, das heißt, wir müssen uns gleich ein bisschen vorbereiten. Runter ins Wasser. Komisches Pferd. So. Warum machen wir die ganze Chose nochmal? Wir machen es anders diesmal. Wir stellen es wieder hier hin. Warten natürlich bis Sonnenaufgang. Und dann speichern wir gleich noch einmal ganz kurz, damit wir nicht immer wieder von vorne anfangen müssen und das Ganze uns nochmal antun müssen, wenn wir mit ihm reden. Aber ich versuche gleich mal andere Fragen zu entlocken. Vielleicht kann ich ihn ja auch direkt, dass ich sage, ich bin von Herrn Ratzig oder so. Aber ich glaube, kämpfen müssen wir so oder so gegen ihn. Und wenn das nicht geht jetzt mit diesem Kampf, dass ich das wieder so eine komische Steuerung habe, dann müssen wir das einmal neu starten, glaube ich. Dann hat er, ich habe ja immer dieses Quick Resume von Xbox. Kann natürlich gut sein, dass es daran liegt. Ah, müssen wir mal gucken. So, Hunger haben wir mich auch noch, sehe ich gerade. Machen wir auch noch. Jetzt haben wir natürlich wieder. Das ist natürlich auch mal ein bisschen blöd, ne? Natürlich ganz schön viel von unseren Dings verloren. Okay. Steht auf jeden Fall schon mal da. Ich müssen wir dann mal so einen Retterschnaps trinken. Gut. Und dann lass uns mal hingehen. Hallöchen. Also, hier bin ich. Ich lockte dich hierher, da ich als. Warte. Du willst dein letztes. Ich bin auf Ratzig Kobillas Geheiß hier. Das solltest du bedenken, bevor du eine Dummheit begehst. Kobilla, sagst du? Nun, das könnte Ärger bedeuten. Aber ich kann nicht riskieren, dich zu verschonen. Oh, also willst du mich einfach so töten? Scheint die beste Lösung zu sein. Keine Zeugen. Denkst du, ich wäre ein Narr? Wenn ich bei Tagesanbruch nicht zurück bin, melden meine Gefährten es dem Vogt und in Ratai. Möglich. Je schneller ich das also beende, desto besser. Und wieder. Ich hab das schon wieder mit diesem. Ich kann nicht richtig kämpfen hier. Er dreht sich ja komplett um seine Achse. Ich verstehe es nicht. Ja.
das geht nicht. Da müssen wir einmal... So, ich habe das Spiel einfach mal neu geladen. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber das hat ja gerade eben überhaupt nichts gebracht. Ist einfach nur nervig gewesen. Gucken wir mal da. Ich weiß nämlich nicht, warum, woran das lag, dass ich das nicht richtig spielen konnte. Nicht richtig kämpfen konnte. Deswegen einfach mal neu geladen. So, machen wir das gleich nochmal. Also, hier bin ich. Ich lockte dich. Wir brauchen gar nicht mit ihm reden, wir kämpfen. Du Schwein! Ja. Scheiße! Verdammt! Jetzt geht's besser. Jetzt war immer noch nicht gut. Was jetzt? Hast du genug, Junge? Warum trippt er mich immer, der Spacken? Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Also, hier bin ich. Ich lockte dich hier. Du Schwein! Ja? So, dann reden wir nochmal mit ihm. Ich gewinne, hat er gesagt. Cool, bin ich denn? Gericht. Gottverdammt. Scheint, als hätte ich einen Ebenbürtigen gefunden. Wohl eher dein Meister. Einen Ebenbürtigen? Wohl eher dein Meister. Brüste dich nicht so. War ein harter Tag. Das ändert gar nichts. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und du wirst sie mir alle brav beantworten. Zuerst sagst du mir, wer du bist. Mein Name ist Ulrich. Ich sage dir gar nichts, ehe du mir nicht etwas zusicherst. Versichern? Wie wäre es damit? Du redest und ich lasse dich leben. Denkst du, ich glaube dir das? Ich weiß sehr wohl, wie solche Geschichten enden. Ich war öfter am anderen Ende des Schwertes, als du zählen kannst. Du hast mein Wort. Das Wort eines Diebes, bei Gott. Was die Pfarrer sagen, ist wahr. Die Welt ist verrückt geworden. Töte mich besser. Ich bin sowieso am Ende. Genau wie du. Wieso soll ich am Ende sein? Wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert umkommen. Sobald du zu einer Waffe greifst, sind deine Tage gezählt. Das gilt für jeden von uns. Nicht für jeden. Doch für jeden Einzelnen, ob Ritter
Söldner oder Strauchdieb. Es gibt Männer, die friedlich sterben. Frau und Kinder an ihrer Seite. Aber nicht du oder ich. Du endest in einem Graben mit deinen Eingeweiden neben dir. Anders als du bin ich kein Verbrecher. Du hältst das Fälschen von Geld für ein ehrliches Handwerk? Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Fälscher. Ich untersuche die Sache. Was? Was sagst du da? Ich diene Herrn Radzig Kubilla, dem Herrn über Skarlitz und königlichen Hauptmann. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich wurde auch hergeschickt. Von wem? Steck die Waffe weg. Dann reden wir von Angesicht zu Angesicht. Falls wir tatsächlich ein gemeinsames Ziel haben. Na gut, stehen wir auf. Steh auf. Nun ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kubilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Wer war's denn? Meinhard, der Händler aus Passau. Hör zu, ich werde dir alles erklären. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeiffer. Wenn du Herrn Radzig dienst, musst du ihn kennen. Ich denke, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeiffer hingegen wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Wer bist du eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter. Die haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr musst du nicht wissen. Ich wüsste gern mehr, aber ich glaube, mehr verrätst du mir nicht. Dein Gefühl trügt dich nicht. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Meinhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Also beförderten sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja. Erst brachten sie echte Münzen her. Groschen, Forints, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Was? Mitten in einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notiert hat. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Meinhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges, bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Meinhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Meinhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten. Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr. Nein, leider nicht. Okay.
Gut. Na schön. Ich begebe mich zu Meister Pfeiffer. Gute Reise. Ich warte in Sasau, im Gasthaus zum Fuhrmann. Nun gut. Nein, sowas. So. Wer ist da? Ich wollte gerade sein Pferd stehen, wäre natürlich dumm gewesen. So. So, wir müssen wohin? Ganz Sasau. Gut. Wir müssen eine Schnellreise machen, das ist wahrscheinlich schöner, ne? Dass wir den ganzen Weg da wieder laufen müssen. Und zack. Gut, dann reisen wir wieder mit unserer Schnellreise. Wie das gerne genannt wird hier. Natürlich ist es kein Stück schnell. Einfach unerträglich langsam. Aber gut. Gut, wir müssen dann auch nochmal in unsere Kaschemme gehen und schlafen ein bisschen. Und Essen brauchen wir auch noch ein bisschen, ne? Glaube ich, wenn wir da ankommen. Pilger, da kommt der Pilger gegen der wohl. Aber komm, können wir nicht meiden? Ja, okay. Bin gespannt. Vielleicht will der Ritter aber auch irgendwas Bestimmtes von diesem Favor haben. Das müssen wir überlegen. Nicht, dass der einfach doch die Gelegenheit genutzt hat, um an den Rand zu kommen über mich. Um den dann zu killen. Man weiß es nicht. Da geht's los. Sehr gut. Komm schon. Kurz auf die Karte gucken. Komm hin, oder? Ja. Schon wieder vorbeigeritten. Das ist eigentlich kein Highlight. Schlechte Orientierungssinn. Ja. Ja. Langsam. Ja. Ich will euch hier hinreisen. Wir legen uns mal einfach hier hin und schlafen bis 8, na bis 7 Stunden schon. Bis 8, das müsste doch reichen. Wunderbar. Die Energie kommt auch zurück, was auch perfekt ist für uns. Perfekt. Besser geht's doch gar nicht. Boah. So, der frühe Vogel fängt den Wurm. Lass mal da reinmarschieren. So, er muss ja irgendwo hier sein. Wahrscheinlich da oben drin. Und dann wissen sie. Nee, nee, das wird schon da oben sein. Hallo, Tobias. Tobias. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Meister Pfeiffer, ich muss dich sprechen. Ich habe etwas über die gefälschten Münzen erfahren. Ach, wirklich? Sprich. Bei Rovna entdeckte ich einen Wagen, der die Münzen transportierte.
Leider kam ich zu spät. Der Fuhrmann und sein Gefolge waren bereits tot. Verflixt und zugenäht. Weißt du, wer es war? Ja, ein gewisser Ritter erschien dort. Offenbar war auch er hinter den Fälschern her. Das ist wahrlich überraschend. Was hat er dir gesagt? Er gab mir diese Schriftstücke als Beleg seiner Aufrichtigkeit. Es sind Berichte über die Verhöre der Verhafteten in Passau und ein paar andere Schriften. Er dachte, du würdest sie besser verstehen als er. Hm, lass mich sehen. Wir, die Ratsherren der Stadt Passau, Verhör an diesem Tage, unter Schmerzen preisgab, der Ursprungsort ein Kloster im Lande Böhmen ist. Hm. Leider bestätigt das meinen Verdacht, dass etwas Zwielichtiges in Sasau im Gange ist. Münzprobe ergab, Kupferkerl mit Amalgam überzogen. Ah, das ist interessant. Hier wird beschrieben, wie die gefälschten Münzen gefertigt werden. Ich muss das ausführlicher studieren. Wir ermächtigen Herrn Ulrich, untersuchen, auf das sich ihm niemand widersetze. Das scheint der Geleitbrief zu sein. Er trägt das Siegel der Ratsherren von Passau. Aber Sie haben den Brief nicht verfasst. Woher weißt du das? Ich kenne die Handschrift. Sie gehört Herrn Clemens von Kaplitz, dem Hohen Schreiber der Rosenbergs. Die Rosenbergs? Wer sind die? Eine mächtige Familie aus Südböhmen. Burggraf Heinrich III. Ist ein großer Rivale unseres Königs Wenzel. Was hat all das zu bedeuten? Auf jeden Fall erklärt es, weshalb dein Ritter so geheimnisvoll ist. So oder so, wir müssen uns vorsehen. Und unsere Untersuchung beginnen. Den Schriftstücken zufolge verwenden sie Silberamalgam für die Beschichtung. Dieser Spur können wir folgen. Amal... was? Silberamalgam. Es besteht aus Quecksilber und Silber. Das klingt, als könnte es nicht jeder in die Hände bekommen. Hm, da hast du recht. Begib dich unverzüglich nach Sasau. Sieh dich in den Schmieden um. Jemand muss das Kupfer für sie bearbeiten. Ich werde mich indes mit Herrn Ratzig beraten und danach kommen. Wo treffen wir uns? Im Gasthaus, am Sasauer Hauptplatz. Okay. Möge Gott über dich wachen. Gut. Hallo? Gott segne dich. Was betrübt dich? Mach's gut. Okay. Boah, den ganzen Weg wieder zurück hier. Ist auch echt. Ist auch ein bisschen nervig, das Hin- und Hergereise, ne? So, hier müssen die ganzen. Hier müssen die Archine einiges anschmieden. Müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen hier. Fangen wir einfach hier hinten an. Reisen wir da nochmal hin. Und gucken mal, ob diese Schmieden. Welche dieser Schmieden sozusagen verräterische Züge aufweist. Dürfte ja so einige sein. Vielleicht auch einige mehr. Man weiß es nicht. Puh, wieder eine anstrengende Reise hier. Gott, der hat 7 Meilenstiefel an, so oft wie der hier läuft, oder? Was ist denn mit den Warhorse Studios? Haben die eigentlich ein anderes Spiel in Gange noch? So, dann wollen wir uns mal umschauen. Ist ja schon mittags. Gut, dann lassen wir mal gucken hier. Kurz auf die Karte gehen. So, da kann man es noch viel besser sehen jetzt. Wir werden mal alles abklopfen, was wir hier so finden. Schneider wird es ja nicht sein.
rein, wenn es kein Schneider ist. Prima. Ich habe gerade gesagt, ich habe entdeckt. Ich sehe gar nicht, was ich entdeckt habe. Ja, den Schneider, weil ich da ein Schild angeguckt habe, aber mehr nicht. Das ist der Krämer. Schmied erkennt man ja an seiner Schmiede, ne? Hier sind alle Leben durch. Da ist ein Bäcker. Gut, da ist ein Bäcker und dort ist die Schenke. Gut, passen wir hin. Gut. Vielleicht mal auf der anderen Seite längs. Na gut, jetzt haben wir schon einen Tischler sein oder einen Zimmermann. Schön sind die Häuser auch nicht hier, ne? Gucken wir auf die andere Seite. Sind hier unten längs? Kontrollieren da nochmal alles. Das Badehaus. Oh, kann es vielleicht nochmal gut gehen lassen im Badehaus. Der Metzger. Hier ist der Schlachter. Sehr gut. Augenhändler. Jetzt ist es auf den Rüstungsschmied. Oder was ist das? Vielleicht Kräuter? Muss Kräuter sein? Gurken, saftige Gurken, Spargel und Pflaumen, Allrautwurzeln. Haben wir nachher. Ich will mit dem Rüstmeister mal reden. Guten Tag. Möge Gott über dich wachen. Gut. Meister Otto, was mit Meister Otto? Gott sei mit dir. Stellst du Sachen aus Kupfer her, Meister? Hin und wieder nutze ich es für Verzierungen. Warum fragst du? Ich suche jemanden, der mir Kupferplatten machen kann. Das ist krude Arbeit. Mit so etwas vergeude ich nicht meine Zeit. Aber frag bei Zach im Hof des Klosters nach. Der hat ohnehin sämtliches Kupfer weit und breit aufgekauft. Aha. Was kannst du mir über die Schmiede hier in Sasau sagen? Kommt darauf an, über welche du etwas wissen willst. In der Stadt arbeitet Mikesh, ein ehrlicher Handwerker. Und im Hof des Klosters Zach. Über ihn kann ich allerdings nicht viel Gutes sagen. Was ist mit Zach, dem Schmied im Kloster? Tja, wie soll ich sagen? Wir sind nicht oft einer Meinung. Er wollte mein Geschäft kaufen, aber ich habe abgelehnt. Seitdem verliert er kein gutes Wort über mich. Okay, Mikesh? Erzähl mir von Mikesh. Wie gesagt, ein ehrlicher Handwerker. Das kann man nicht von jedem Schmied in der Stadt behaupten. Okay. Das wäre alles. Danke. Was ist denn da so da? Na gut. Gut, dann müssen wir diesen Zach mal aufsuchen. Würde ich mal behaupten. Und der ist beim Kloster. Knoblauch, Zwiebeln.
Das ist die Kirche oder ist das das Kloster? Da ist das Kloster. Was soll da machen? Gut. Das wird ja nicht das Kloster sein da hinten, ne? Oder ist es das? Wir gehen erstmal dahin. Wir sind doch trotzdem das Kloster und wir können da schon mal ein bisschen was erfahren. Man weiß ja nie. Kirche. Kleiner süßer Friedhof hier. Okay. Gut, dann gehen wir mal kurz das Pferd holen. Und dann reiten wir mal da in die andere Richtung. Ja. Kurz mal gucken. Das Kloster da hinten ist, dann lass uns da mal hinreiten. Würde ich gut finden. Ja. Das machen wir jetzt. Ja. Alter. Das ist auch echt. Der hakt auch in jeder Ecke hier, das Stückchen. Ja. Also jetzt bin ich auch ein bisschen. Ganz ehrlich. Ja. So. Ja. Ja. Okay, ich hab's verstanden. Ja. Hey, ist da jemand? Ja, ich bin da und ich hab mein Pferd hier und ein Pferd. Mich nervt das Pferd. Okay, dann laufen wir ein bisschen. Hier ist einfach das Dorf da unten. Wir sind überhaupt nicht auf dem richtigen Weg hier, ne? Da müssen wir hin. Na du Sau. Oh. Ah, haben wir ins Wasser gestürzt? War nichts. Jetzt holen wir mal das Pferd. Danke. Ja. So. Müssen wir jetzt mal hinkommen, Helen. Dauert uns zu lange. Obwohl hier hinten geht eine Brücke rüber. Ja. Dann müssen wir die Brücke nehmen. Ja. Wunderbar. So. Ja. Können Sie der Schenker nicht mit dem Ritter reden? Was wir machen kurz, wenn wir schon mal da sind. Hier. Wo ist er? Ulrich, auf ein Wort. Also, was hat Meister Pfeiffer gesagt? Ich fragte ihn um Rat und weiß nun, wo wir anfangen sollten. Erzähl mir mehr.
Meister Pfeiffer zufolge benötigten sie Kupferbleche für den Münzkern und Quecksilber für das Alma... das andere eben. Aha, das Kloster verfügt über diese Materialien. Genau, deshalb bin ich an den örtlichen Schmieden interessiert. Ja, das klingt plausibel. Erst gestern erfuhr ich, dass die Leute im Kloster klagen, die ganze Nacht nicht schlafen zu können, weil der Schmied bis Sonnenaufgang durcharbeitet. Verstehe. Es lohnt sich gewiss nachzufragen. Sonst noch etwas? Du sagst, sie verwenden Quecksilber. Hier gastiert ein Maler, der die Kirche in Uschitze dekoriert. Er beschwerte sich, weil er im Kloster neues Quecksilber holen wollte, es dort aber keines mehr gab. Bestimmt lohnt es sich, dem nachzugehen. Danke. Sehr doch, Jörg. Da, zufrieden? Glück und Gesundheit. Wie ich höre, hast du Probleme, an Quecksilber zu kommen. Und wie ich die habe. Zum dritten Mal in diesem Monat sagen sie mir, sie hätten keines. Es ist nicht zu bekommen, sagen sie. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermeier, oder besser gesagt sein Gehilfe. Was hat der Klostermeier dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Auf gute Gesundheit! Wozu benötigst du Quecksilber? Sie brauchen es, nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ich male in der Uschitzer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos das ohne Rot aussieht? Nicht wirklich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Danke, das wäre fürs Erste alles. Warte. Möchtest du nicht etwas kaufen, bevor du gehst? Oder würfeln? Ich brauche dringend Geld. Ich warte schon eine Ewigkeit hier und der Aufenthalt wird langsam teuer. Warum nicht? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Alles Gute. Ein edler Wein. Das Leben im Wirtshaus 2. Was war's denn nochmal mit? Mehr brauche ich nicht. Auf eine reiche Ernte. So. Dann wollen wir ins Kloster marschieren. Mein Pferd, was hier steht? Ne, da ist mein Pferd, ne? So, haben wir Pebbles, dann zeig mal, wo wir hin müssen. Ja. Diese Gaune da von der Kirche, ey. Sodom und Gomorra. Ja, vom Kloster. Hallöchen. Bruder Pförtner. Nee, doch nicht. Gott behüte dich. Ich denke, was wir sehen. Okay, da wollen wir nicht rein. Hey du! Was wird das hier? Ich wollte da nicht rein, Entschuldigung. Okay, das ist wahrscheinlich da irgendwo im Turm drin. Komm schon. Wir gehen trotzdem nochmal rein. Guck mal, ob wir nochmal kurz mit denen reden können da drin. Jemanden, sonst mit dem Schmied. So, wo bist denn du zum Beispiel? Steinmetz. Du hast dir nichts verloren. Okay, wie freundlich die sind. Schon. Sie ist nicht von hier. Aus dem Dorf ist sie nicht. Vielleicht lebt sie bei der Mühle. Hier ist die Steinmetze.
Okay, die werden es nicht wissen, die sollen irgendwie beim Schmied sein. Gucken wir mal hier. Schon ein großes Kloster, ne? Muss man mal sagen. Huch. So, dankeschön. Hier sind schon Kohle. Mann, wo muss ich denn hin hier? Was sagt er? Was steht denn da überhaupt? Boah, das ist so langsam das Steuerkreuz hier. Setze deine Hoffnung in der Kammer des Klostermeiers fort. Okay, in der Kammer des Klostermeiers. Da war ich ja gerade eben, ne? Gehen wir unten längs hier. Typ schon wieder. Kann ich da hochgehen? Klostermeier, nach, reden wir noch mit ihm. Glück und Gesundheit. Ich bin auf der Suche nach Quecksilber. Hast du welches? Sprich mit meinem Gehilfen. Er kümmert sich um solche Dinge. Gut, hab Dank. Wer ist denn dein Kackgehilfe? Er hier? Okay. Sieht aus, ob er der wichtigere Mann ist. Gott sei mit dir. Habt ihr Quecksilber auf Lager? Wer fragt denn? Ich frage. Niemand, nur ich. Dann habe ich keines. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann nur nicht. Ach nein, ausgerechnet hier im Sasauer Kloster? Das kommt mir seltsam vor. Ich habe den Eindruck, als füllst du gern deine eigenen Taschen. Was wollen die Leute davon halten? Wir haben kein Quecksilber, weil es nie hier eintraf. Klar? Keines. Alles Gute. Hör mal, wegen des Quecksilbers. Ich hab dir schon gesagt, Kuhscheiße. Sag mir sofort, was du mit der Ware gemacht hast. Nichts. Und reiß dich am Riemen. Das ist geheiligter Boden. Ein diebischer Krämer in einer Mönchskutte spricht von heiligem Boden. Was kommt als nächstes? Eine Hure in Nonnenkleidern? Das ist Blasphemie! Blasphemie? Du weißt doch sicher, was Jesus mit den Geldwechslern im Jerusalemer Tempel tat. Was meinst du? Du tust mir doch nicht weh, oder? Sag mir, was hier vor sich geht, und ich habe keinen Grund dazu. Herr Gott, ich wusste doch nichts von Fälschern. Das will ich für dich hoffen. Und jetzt erzähl mir alles. Ich schwöre, normalerweise würde ich so etwas nie tun. Spuck's schon aus. Sie kamen mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet, nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte, kamen die Drohungen. Wie solltest du ihnen das Quecksilber bringen? Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Man
Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster. Dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Nun gut. Und gut, hab Dank. Möge Gott über dich wachen. Gut, dann wissen wir ja schon mal ein bisschen was. So, gucken wir die anderen nochmal. Das Blöde ist natürlich, wir haben jetzt ja auch keinen Bock, genau, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich da, wo wir uns nachgucken können, beim Übergabeort, aber auch hier muss er irgendwo. Sprich mit Meister Feihe. Sollen wir mit ihm nochmal schnell reden? Vorher? Oder uns da oben erstmal umgucken? Ich glaube, wir gucken uns erstmal da oben an. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja! Schön gegen die Mauer. Arme Pferdchen. Na, schauen wir uns da mal um. Vielleicht entdecken wir was. Kleine Kapelle soll er sein. Werden wir schon finden. Ja. Bitte springen wir ins Gebüsch. Yes. Mein Gott, da geht aber ganz schön weit, was Quecksilber irgendwo hinzubringen. Oder? Kapelle hier, ne? Ja. Ja, okay. Von unten da runter gehen. Ja, ist die Frage, was Diebe sind da unten oder normale Leute? Das ist ja immer die Frage. So einen Retterschnaps, den ich mir rein verleiten kann. Mache ich, glaube ich, einfach. War jetzt gespeichert? Ja. Gut, dann gehen wir nochmal dahin und gucken, wie wir mit denen reden. Wenn wir merken, dass sie nicht wohlgesinnt sind, können wir sie abballern. Warum sitzt ihr hier herum? Warum nicht? Genießen die Aussicht. Die Leute heutzutage wissen das gar nicht mehr zu schätzen. Sagt dir der Name Rapota irgendetwas? Rapota, sagst du? Rapota. Nein, sagt mir überhaupt nichts. Selig sind die geistig Armen, doch cool. Na gut. Pass auf, du Possenreißer. Ich untersuche ein Verbrechen gegen den König im Dienste von Herrn Ratzig. Wollt ihr wirklich so tun, als wüsstet ihr von nichts? Warte mal. Was soll das heißen, Verbrechen gegen den König? Ich halt bloß die Augen offen. Wenn ein Wagen kommt, sehe ich zu, dass ihn keiner überfällt. Wird dafür bezahlt, mehr nicht. Na also, geht doch. Wo steckt Rapota? Weiß nicht, ist die letzte Zeit in der Stadt geblieben, hat sich kaum blicken lassen. Scheint, als ob er jemanden beobachtet, aber keinen Schimmer wen. Wer holt die Waren ab? Weiß nicht, die reden nicht und schauen nur finster drein. Nehmen das Zeug und verschwinden. Danke, dann genießt mal weiter die Aussicht. Okay. Halt nicht so schwierig. Okay, wir sollten jetzt mit unserem Heiermann reden, wollte ich gerade sagen.
reisen aber schnell hin. Da muss da immer noch ein Schmied sein in der Nähe, beim Kloster, wahrscheinlich davor im Dorf. Müssen wir nochmal gucken, dass wir auch nochmal dahin kommen, damit wir mit dem nochmal reden können. Aber sonst... Gute Leute, kommt und schaut her! Traut euch nur! So zartes Fleisch habt ihr noch... So. Egal, wo sind wir jetzt hin? Nein, sowas! Ah, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Jemand rüber. Ja, wir gucken uns gleich noch was zu essen. Ah, Tobias Fächer, okay. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Das verstehe ich. Verstehe. Also, was konntest du herausfinden? Ich weiß, woher das Quecksilber stammt. Du hattest recht, es kommt aus dem Kloster. Nun... Das war die einzig logische Erklärung. Sie übergeben es auf dem Hügel hinterm Kloster. Hast du dich dort schon umgesehen? Ja, aber mir ist dort nichts Besonderes aufgefallen. Und weißt du, wer dahinter steckt? Ein Kerl namens Rapota. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Stanzwerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Meistergraveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, nein, Gott bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. Das ist alles. Na. Gott behüte dich. Gut, ja, dann müssen wir mal zur Gravurwerkstatt. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Haben wir schon wieder ein Stündchen erreicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann macht's gut und ja, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.